hast es gesagt, du hast ja so einen Held in der Kabine? Nein, also das war ja eine Mannschaftsleistung. Die Mannschaft hat gut gekämpft, hat Charakter bewiesen. Und ja gut, dass ich das 2-1 dann so gemacht habe, hat allen halt gefreut. Haben ja alle gratuliert zu dem schönen Tor. Und ja, mich besonders. Ich wollte gerade sagen, das war ja keine Mannschaftsleistung. Ja, das nicht. Nein, das stimmt. Aber ja gut, dafür trainiere ich halt, dass sowas auch mal im Spiel passiert. Ja. Was war für dich der Schlüssel dazu, dass ihr das Ding gestern gewinnen konntet? Ja, also wir haben uns besser angestellt als wie gegen Bielefeld. Haben halt die 2-1-Führung dann nicht mehr außer Hand gegeben, haben uns schlau angestellt, in den letzten Minuten gut auf Zeit gespielt. Und ja, keine unnötigen Ballverluste vorne gehabt. Im Vorfeld ganz viel lautestes Stadion der Liga und so in Dresden und so weiter. Heiße Atmosphäre, wie hast du das erlebt? Ja, die ersten Minuten, also das war mein erstes Spiel in Dresden. Die ersten Minuten waren sehr hektisch, sage ich mal. Wir haben halt super Stimmung gemacht, aber ich finde, ja, bei uns am Millerntor ist die Stimmung besser. Muss man sagen.